Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Herr Kaufsberat 33 und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Galaxy. Ja, let's go. Wir waren ja im letzten Part, haben wir das Badezimmer freigeschaltet und mal gucken, was da so ist. Und Leute, ja, es heißt nicht Terrasse, wie im letzten Part mal gesehen habt, ab in das Badezimmer. Das ist ja keine neue Terrasse. Die Terrasse heißt ja so, deswegen ja. Terrasse ist ja eigentlich das erste. So, na, im letzten Part haben wir Staubstopp-Galaxie einen Stern gemacht. Und da wollen wir es auch jetzt beenden. Genau. Dün, 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 dün. Kamex Flotte greift an. Oh nein. Und ja, Leute, übrigens, oh, Kacke. Diese Rakete da hat ja, Octus wird auch gesagt, könnt ihr ja auch im letzten Part gucken, hat er gesagt, dass diese Rakete da von Pikmin kommt, angelehnt ist. Genau, so sei es gesagt. Okay, Toad, was hast du? Mein, ich wollte eigentlich erstmal mit Toad reden. Und Captain Toad. Mario, mein Suchtrupp, der sich in Kamex Flotte eingeschlichen hat, kommt einfach nicht mehr zurück. Ich, der Captain, werde sie retten. Pass mal ab. Okay, dann warte mal ein bisschen. Nein. Ich denke mal, du bist zu faul dafür, deswegen muss ich das machen, ne? Ist ja klar. Ist ja klar, ist ja klar. Ja, ja. Natürlich muss es Mario machen. Der Beschützer. Der Toast. Genau. Hup. So. Okay. Kommt es euch übrigens auch immer vor, bei der Wii, wenn ihr noch eine habt. Wenn ihr das, ja, wenn ihr die Batterien reinmacht und nicht rausmacht und, ja, die spielt, dann gehen die einfach trotzdem leer. Das ist irgendwie komisch. Bei Octusblätter war es genauso, habe ich irgendwann mal gefragt. Und bei ihm war es genauso. Sehr, sehr. Okay, kann ich nicht rauf. Okay, rutsche jetzt ab hier. Ist da überhaupt was? Nee, da ist nichts, okay. Okay, und da hinten ist ein One-Up. So, aber erstmal will ich hier das Schiff abchecken. Ob wir noch. Alles klar, war das gerade, Mario? Mario, was machst du da? Keine Ahnung, was er da macht. Na gut, dann öffnen wir mal das. Wir öffnen das so einfach, ja, genau. Oh, jetzt müssen wir die Hasen. Okay, der ist hier schon. Okay. In der ist an einen hohen Ort, da andere will springen und führe dann der aus. Alles klar. Ich kann einfach einen London Job machen. Kann ich auch machen. Kann ich einfach auch machen. Warum soll ich denn das andere machen? Na, die Münzen sind mir egal. So, was ist hier? Ah ja, okay. So. Ab zum nächsten. Okay. Upp. So, und deswegen, ja, ich habe mir das Ende erzählt. Wenn euch das auch passiert, wie bei mir, dann würde ich euch empfehlen, immer die Batterien rauszunehmen, statt die da drin zu lassen. Dann ist es eigentlich sogar besser. Ja, was ist das jetzt? Hä? Alles klar. Kamek habe ich jetzt einfach mal besiegt. Mit dem Panzer. Was ist denn hier drinne? Hä? Was ist denn da Truhe drinne? Okay, anscheinend kann ich den nicht öffnen. Wofür brauche ich den Panzer? Wie kann ich ihn aktivieren? Kann ich da im Panzer drin sein? Oder wie ist das denn? Ah, hier steht es. Steuer einen Panzer in die Schatztruhe. Ah. Achso, ich muss den schütteln. Okay. Ah, ja. Okay. Sehr gut. So, hier ist eine Münze und hier ist ein Sternstaub.
Und da ist bestimmt ein Boss oder so, ne? Einen anderen. Nee, da ist kein Boss. Okay. Okay, anscheinend war es ein Fake-Kamek oder so. Weil der war echt schlecht. Ich denke mal nicht, dass es der echte Kamek war. So, zack. Zack, zack, zack. Brrr, zack, zack, zack. Und nochmal ein One-Up. Nice. Was da drunter? Okay, nichts. Okay, gut. Oh, okay. Hast begriffen. Was ist das denn? Ah, 6 Leben. Also so in Königsherz in Mario Odyssey. Alles klar. Ist ein roter Panzer. Keine Ahnung, was der kann. Was kann denn der rote Panzer? Ich weiß es nicht. Kann ich dir irgendwie abfeuern oder so? Kann ich den Panzer auch irgendwie loslassen oder so? Ah, okay. Okay, er kann auch geschleudert werden. Also ich dachte, er kann nur auf dem Boden, aber er kann auch in der Luft einfach sein. Na gut. Okay, es war zu hoch. Tut mir leid, Cooper, du bist eigentlich mein Freund, aber ja gut. In dem Spiel sind wir leider Ernstfeinde. So. So, ist hier noch was drin oder so? Nö. Hier noch ein Tod. Was sagst du so? Selbst wenn der Panzer ein kleines Stück entfernt ist, kannst du ihn leicht mit deinem Dreier aufheben. Ja, das weiß ich ja. Noch ein Tod. Kompliment! Was ist ein Kompliment? Was laberst du da? Komm ich da auch irgendwie hoch? Warte, da kommt man doch irgendwie hoch. Okay, warte. Doch, man kommt hier hoch, okay. Nice. Und wer ist da jetzt? Ah, da ist auch Kamek. Und ich denke mal, man konnte auch mit dem Drehding da hochkommen. Also ja. So, Kamek, guten Tag. Was sagst du so? Bestimmt muss man nicht mit dem Panzer abfeuern, ne? Gibt's hier Panzern? Ah ja. Komm her, Panzer. Nein, daneben getroffen. Verdammt. Komm her. Nein, ach komm. Betrug. Muss ich nur ihn einmal treffen oder wie oft? Muss ich ihn treffen? Okay, wenn er stehen bleibt. Jetzt habe ich ihn. Okay, anscheinend dreimal. Bestimmt. Okay. Crap. Nein, was mache ich da? Ich dachte, der trifft ihn selber. Nein! Krieg ich irgendwo Münzen oder so? Ja, hier krieg ich eine Münze. Sehr gut. Nein! Okay, er muss stehen bleiben. Nice. Sehr gut. Ist er down? Nö, letzte Chance. Sehr gut. Okay. Und boom! Und der ist down. Mit einem Leben. Krass, hatte ich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Mit einem Leben. Okay, ich war kurz davor, mein Maxi-Herz zu verbrauchen. Hier auch nochmal ein Leben gewesen. Und hier wären auch nochmal Münzen gewesen. 2 Stück sogar. Okay, dann öffnen wir nochmal den Block. Den habe ich ja nicht geöffnet. Achso, hier wären auch nochmal Münzen gewesen. Okay. Alles klar, da hat man ja genug Power so. Kommen wir noch da hoch? Okay, ja, okay, da ist nichts mehr. Gut, da holen wir uns den Stern. Oder auch nicht. Juhu! Stern erhalten!
Juhu. Dort erstellt ein Sternstaubgalaxie. Kamex Flotte greift an. Cool. Okay, unten hier. Der Chaoten des Weltraums, die Schnabelnackkometen sind aufgetaucht. Schnabelnackkometen, was sind das denn? Schnabelnackkometen verwandeln Galaxien in glänzlich andere Welten. Wenn du mehr wissen möchtest über die Schnabelnackkometen, frag den Luma dort drüben. Er kennt sich mit Kometen gut aus. Schnabelnackkometen? Hat der Komet dann einen Schnabel oder? Keine Ahnung. Schnabelnackkometen. Keine Ahnung, was das ist. Lalalala. Wenn du dann über die Schnabelnackkometen erfahren möchtest, frag einfach mich. Soll ich dir etwas über die Kometen sagen oder soll ich sie bewegen? Bewegen? Sag's mir erstmal. Schnabelnackkometen sind die lästige Dinger, die verwandeln Galaxien in völlig andere Orten. Rote Kometen begrenzen die Zeit, die du in einer Galaxie verbringen kannst. Risikokometen begrenzen deinen Lebensgrad auf 1. Schattenkometen lassen dich ein Rennen mit einem Klon abhalten und Tempokometen machen deinen Gegner schneller. Den Rest musst du selbst herausfinden. Viel Spaß! Alles klar, ich werde es nicht mehr später machen. Ich denke, das sind so Bonus-Dinger, kann man sagen, die wir noch zu 120 Sternen machen. Bestimmt. Ich mache die einmal als letztes, ich will sie jetzt nicht direkt machen, aber die Hauptmission will ich erstmal schaffen. Die Hauptmissionen, meinte ich. So, ich will sie noch nicht bewegen. Ich werde sie später bewegen, erstmal. Keine Ahnung, was das Bewegen bringt. Keine Ahnung. So, Sternschau-Galaxie schließen wir ab. Und jetzt kommt die schwerste Mission, finde ich. Für mich. Da, wo ich am meisten getriggert war und ich die auch richtig hasse. Klebekonkons und Königsspinne. Und diese Mission ist vermutlich auf Zeit. Weil auf der Galaxie hatte ich auch eine Mission, wo es auf Zeit war. Und da war ich richtig frustriert einfach nur. Ist das die Mission mit auf Zeit oder? Oder nicht? Nee, ist es nicht. Okay. Okay, keine Ahnung warum. Achso, ich denke mal, das war bei einer Schnabelnackkometen, denke ich mal. Einer aus unseren Zuchtraum ist auf der Suche nach einem Powerstern und wir sind mit einem Planeten gegangen. Aber er kommt einfach nicht mehr zurück. Ach, Toad, warum? Captain Toad, warum passt du nicht auf deinen Suchtrupp auf? Warum? Warum lässt du die immer alleine los? Die können nichts. Okay, die können schon was, aber. Ja. Bruder, schlipp jetzt nicht an diesen blöden Spinne da. Boah, ich dachte schon, ey. Also Mario, wenn wärst du jetzt an dieser Spinne gestorben, da hätte ich dich ausgelacht. Alter. Oh mein Gott. Alter. Lass nicht auch darauf ankommen, ne? Lass es nicht darauf ankommen. Kamera ist halt kacke. Sehr gut. Boah, ich dachte schon, ich sterbe noch an diesen blöden Viechern da. Okay, weiter geht's. Zack. Achso, hier wären sowieso noch Münzen gewesen. Zack, zack. 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 Okay, ich werde jetzt nicht zack sagen. So. Ach, ich mag einfach Super Mario Galaxy. Das ist ein cooles Spiel. Loslassen. Und erstmal hier gucken. So, was sagst du so? Okay, was machst du denn hier so? Wie viel habe ich denn? 26, okay, reicht nicht aus. Wir müssen noch mehr farmen. Und wie komme ich denn da rein? Erstmal. Ah, hier, okay. Sehr gut. Guck ich mal, was hier drin ist. Ja, also, diese werden nur noch diese Galaxie noch fertig machen. Und dann wäre es auch für die Folge auch schon, denke ich mal. Wegen, das ist ja schon länger genug. Okay, gibt es zwei Sternenringe. Einer außen und einer drinnen. Ich gehe mal der drin ist. Mal gucken, wo uns der hinbringt. Mal gucken. Oder gab es den außen? Keine Ahnung.
Na gut, einen haben wir jetzt nicht eingesammelt, aber ja gut. Crap, was ist das denn hier? Und zack. Boom, weg mit dir. Und zack. Todd, was machst du hier? Hilf ich der Hecke fest. Zieh mit dem Sternenring auf mich und zähle die Durchdrücken von A. Okay. Zack, hi Tod. Vielen Dank. Okay, was willst du jetzt da machen? Keine Ahnung, was du da machen wirst. Ich weiß es nicht. So, ich habe Angst vor den Spinnen, Gaby. Den bösen Gegner. So, geh weg hier. Okay. Die werde ich jetzt einfach nicht besiegen. Keine Lust auf die. Und... Uch. Nein. Der Controller spielt gerade. So. Okay, gegen wen kämpfen wir? Ein Boss oder so? Oh, hier sind tot. Ah, okay. Dazu. Boom. Was ist das denn bitte? Eklig. Oh Gott. Das wird ein kranker Boss. Okay, ich denke mal, ich muss auf diese... Ja, ich muss auf den großen, denke ich mal, ziehen. Hey, komm schon. Boom. Okay, okay, okay. Zack. Zack. Der letzte. Boom. Ist er down? Nein, das war erst die erste Phase. Oh Gott. Ah. Nein. Alter, was ist denn das für ein Boss? Mach schnell, Mario, Mann. Was ist denn für ein Lappen? Gibt es hier irgendwo noch Münzen oder so? Nein, ey, was ist denn das, ey, Mann? Ja, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Geiler Boss. Ich hasse ihn schon jetzt. Boah, fast wäre ich daneben gesprungen. Das wäre richtig bitter gewesen. Ja. Oh, hier ist Maxi-Pill. Oh. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Soll ich besser erkunden hier. Da gibt es aber auch kaum Münzen, ey. Was soll man da machen? Oh nein. Oh Gott, das war knapp. Dieser lange Weg, ey. Das ist so kacke. Nein, was machst du da? Oh Gott. Okay. Ich bin noch gelandet. Gut. Ich denke mal, ich werde schneiden, Leute. Weil, ja. Das ist ein kranker Boss und dieser Weg ist immer so lange. Und ja. Nur, dass meine V-Mode reicht nicht dahin. So. So, wenn wir jetzt verkacken, dann werde ich schneiden. Sonst aber
werden wir es noch versuchen einmal. So. Also ich habe ihn noch getroffen. So. Ich hoffe, der hat nicht 3 Leben, Alter. Das wäre richtig scheiße. Okay. Den ersten nehmen ist eigentlich richtig leicht. Ach komm, ich habe ihn noch getroffen. Okay. Erstes Leben weg. So, jetzt kommt das zweite. Und da wäre es schon tricky. Beweg dich doch! Ich kann mich nicht bewegen! Betrug! Ich kann mich nicht bewegen! LOL! LOL, was ist mit meinem Wiimote los? Ich kann mich nicht bewegen! Hä? Jetzt aber! Alter, das ist so scheiße! Schieß doch jetzt, Alter, was ist denn das? Bruder, muss los. Mann, warum schießt er nicht? Das ist doch Betrug. Der will einfach nicht schießen. Jetzt aber. Oh Gott, Alter. Rage ist pur. Ich wette, der hat 3 Leben. Oh, der ist down. Dankeschön. Oh, Alter, ich hasse den Boss. Der ist so ein Drecksack. Alter. Ja, geil, jetzt krieg ich den Stern nicht mal, Alter. Oh, Gott. Oh. Oh, Erleichterung. Oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ein kranker Boss. Zum Glück nur 2 Leben, sonst wäre ich down. Also wer hatte noch 3 Leben, dann hätte ich keine Chance mehr gehabt. Was für ein kleiner Drecksack. Gourmet Luma. Gourmet Luma. Okay, Gourmet Luma ist auch aufgetaucht. Na geil. Alter. Leute, damit, wie muss sagen, 180er Puls am Start, krank. Wie muss sagen, das war's auch schon für den heutigen Part von Super Mario Galaxy. Ich bin fix und fertig. Wenn euch das gefallen hat, dieser große Rage hier noch am Ende, dieser kranke Rage noch, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr näher davon sehen Leute, könnt ihr auch ein Abo lassen auf meinem Kanal. Ja, und damit, wie muss sagen, dann... Bis zum nächsten Mal von Super Mario Galaxy. Bis dann und ciao.